Guten Tag YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, zu einem neuen Taste Test. Und ihr habt abgestimmt, sehr sehr knapp hat Scheibenkäse gewonnen, deswegen heute der Scheibenkäse-Vergleich. Mega cool, ich bin schon super gespannt. Ich habe hier 5 verschiedene Scheibenkäsesorten, alle vegan natürlich. Und einen Bonus, kann ich jetzt schon sagen. Und zwar hat Bella hier einen Scheibenkäse rausgebracht, der perfekt für Raclette und Burger ist. Wenn ich so reingucke, ist er auch etwas dicker, deswegen habe ich hier diese süße Raclette-Station. Wir testen ja normalerweise immer auf 3 verschiedene Kriterien, und zwar Geschmack, Inhaltsstoff und Nährwerte und den Preis. Leider habe ich den Kassenzettel heute vergessen. Denn heute ist Weltvegantag, also das ist natürlich sehr, sehr schön. Und wir haben bei Vegans durften wir uns das aussuchen und das war voll cool, aber dann haben wir einfach vergessen, den Kassenzettel mitzunehmen, weswegen ich jetzt die genauen Preise leider nicht vorweisen kann. Was ich aber noch weiß, ist, dass der komplette Einkauf ungefähr 17 Euro gekostet hat und jede Packung zwischen 2,50 und 3 Euro gekostet hat. Also ich glaube, da gab es jetzt keine so riesigen Unterschiede. Der BioLife, da sind 200 Gramm drin, der war ein bisschen teurer. Ich glaube, der hat 3,79 gekostet. Oh. Aber die anderen sind die meisten 150 Packungen. Ne? Der Wheatie ist, glaube ich, verhältnismäßig am teuersten gewesen, weil der am wenigsten drin ist, bei ähnlichem Preis, 2 Euro irgendwas. Okay. Aber ganz genau weiß ich es auch nicht mehr. Okay. Wir haben übrigens, so was die Auswahl betrifft, haben wir versucht, alles so relativ neutral zu lassen. Also wenn es irgendwie sowas gab wie würzig, haben wir würzig genommen. Ansonsten die Standardvariante. Aber jetzt nichts mit Kräutern, Paprika oder so, weil ich finde, das gehört in einen anderen Test. Werde ich auch sehr gerne machen. Ich stelle euch jetzt alle wieder kurz vor, vorher. Und zwar haben wir hier den BioLife, ja, BioLife, 100% vegan, Bio-Originalscheiben, frei von Milch, Soja, Gluten, Nüssen und Laktose. Da wissen wir schon wahrscheinlich Kokosöl, yes, Wasserstärke, Kokosöl, aber das besprechen wir gleich alles noch weiter. Dann habe ich übrigens noch nicht probiert. Auch den habe ich noch nicht probiert. Das ist der Fromage, finde ich einen sehr kreativen Namen. Dafür gibt es auf jeden Fall Pluspunkte. Voll cool. Und bio-veganer Aufschnitt mit Kokosfett und Hirsevollkornmehl. Interesting. Wirklich interessant. Better Classic. Ich habe Better schon mal probiert, aber mit Boxhornklee. Den vielleicht auch sogar. Wenn es der war, dann weiß ich, dass der geschmolzen sehr lecker ist. Ja, Classic hatten wir auch schon. Das stimmt. Hatten wir, ne? Mhm. Ja, dann weiß, dass der geschmolzen zumindest gut schmeckt. Den hatten wir noch nie. Ich bin sehr gespannt. Ist der zum Schmelzen, aber da kommen wir dann gleich zu. Auch Better. Simply V mag ich generell sehr, sehr gerne. Habe ich auch schon probiert. Oh, der würzige. Der erinnert mich an den letzten Urlaub. Als man noch in den Urlaub konnte. Damals. Nein, alles, ja, alles gut. Wir werden es überleben. Sowieso ein Privileg, dass man in Urlaub kann. Naja, dann geht es weiter mit Vegans. Habe ich noch nicht probiert. Diese kräftigen davon. Die gibt es auch noch in Mild und Kräuter, glaube ich. Und ja, orange sind sie. Ja, dann haben wir es schon, ne? Ja. Goodie. Dann fangen wir mal an. Mit was fängst du an? BioLife interessiert mich gerade irgendwie am meisten. Es geht los mit dem Geschmack und wir fangen an mit BioLife. Ich habe gerade auch gesehen, der ist auch koscher. Also wenn das für einige von euch interessant ist, dann wisst ihr da auch Bescheid. Okay, das ist interessant. Und jetzt brauche ich eine Schere. Okay. Wow, hat genau die Größe. Der ist sehr, wie soll ich sagen, nass. So, jetzt kommt der Taste. Ich bin so gespannt, weil ich habe den Feta-Style von BioLife probiert und der ist so gut. Mal gucken, ob der mithalten kann, I don't know. Also, den Feta-Style von BioLife finde ich 1000-mal besser. Den finde ich okay. Obwohl der so feucht ist, also wirklich einfach feucht, schmeckt er ein bisschen trocken, was mich jetzt nicht so umhaut. Der Geschmack als solcher ist okay,
aber jetzt in der Form nicht unbedingt mein Favorite. Dann schauen wir ganz kurz auf die Zutaten. Wasserstärke, Kokosöl 22%, Meersalz, Sonnenblumenkernmehl, das ist cool. Natürliche Aromen, Farbstoffe, Frucht und Gemüsekonzentrate, Kraute, Kürbisapfel. Alles, finde ich, solide, gute Inhaltsstoffe. Nährwerte 1,2 Gramm Eiweiß, was ehrlich gesagt sehr selten ist für Käse, der auf Kokosölbasis ist. Die haben meistens wirklich 0. Das ist ein Pluspunkt. Fett 22 ist normal. Kohlenhydrate 20. Ja, ist jetzt auch... viel eher, oder? Für so Käse. Dafür weniger Fett, eigentlich ist gar nicht schlecht. Ja, die Werte sind ganz gut tatsächlich. Ich kann mir schon vorstellen, dass ich den nochmal esse, aber... ich weiß nicht. Irgendwie jetzt so beim ersten Probieren hat er mich noch nicht umgehauen. Deswegen 7 Punkte. Next one kenne ich auch noch nicht. Fromage von Wheaty. Allerdings kenne ich den Bacon von Wheaty und freue mich gerade, dass mir das wieder einfällt, weil der ist so lecker. Wenn man den anbrät, wirklich wie Bacon, also sehr, sehr gut. Und der hier ist jetzt auch glutenfrei und ansonsten steht da jetzt nicht viel mehr drauf, bio und vegan. Der riecht ganz anders als der hier. Ist deutlich einfacher aus der Verpackung sogar und ist auch nass oder auch feucht. Krass. Hatte ich noch nie so. Ich probiere jetzt. Intensiver Geschmack als der BioLife. Den hier würde ich jetzt auch nicht unbedingt einfach so aufs Brot tun. Ich würde eher gucken, wie schmeckt er geschmolzen in einem Sandwich oder so. Ist aber lecker, aber insgesamt vom Konzept her sehr, sehr ähnlich wie der BioLife. Auch eher trocken, obwohl der nass ist. Ich weiß, es ist nicht nass, aber ihr wisst, was ich meine. Und schmeckt einfach anders. Ich weiß gar nicht, womit ich das vergleichen kann. Ein bisschen nussiger vielleicht. Wir schauen mal auf die Inhaltsstoffe. Wasser, Kartoffelstärke, Kokosfett 18%, Hirsevollkornmehl, Verdickungsmittel Gallan und Xanthan, natürliche Aromen, Steinsalz, Feuchthaltemittel, pflanzliches Glycerin und Säurungsmittel, Milchsäure und Gewürze, okay. Fett 18, also weniger als das, was wir gerade hatten. Kohlenhydrate 20, ungefähr gleich. Eiweiß 0,2, also weniger. Salz 1,5, das ist nicht wenig. Ja, haut mich jetzt auch nicht so um. Auch genauso wie der andere eine nicht ganz so starke 7. Also, wenn ich sage, ich bewerte von 1 bis 10, waren beide eher so 6. Boah, harte Worte. Für die Käseindustrie. Wir machen unser Mini-Raclette-Gerät jetzt an, damit es schon mal warm wird. Ich war vor ein paar Tagen noch traurig, dass es keinen Raclette-Ersatz gibt. Stimmt. Wir hatten mal einen, aber der war eher... wonach hat der eher geschmeckt? Noch Fondue, glaube ich. Das war eher so Fondue, so eine quasi Paste, die man aus der Tüte drücken muss. Was eine Wurst. Dann geht's jetzt weiter in der Reihenfolge Better. Vielleicht kennt ihr den ja. Schreibt mir sehr, sehr gerne in die Kommentare, welche Sorten ihr kennt und was euer Favorite ist. Der hier ist gelber, viel gelber. Hier der Vergleich, als man sieht, die anderen sind sehr weiß. Aber den esse ich auch fast immer geschmolzen. Ich weiß gerade irgendwie gar nicht, wie der ungeschmolzen schmeckt. Aber der schmilzt gut. Wie machst du das im Sandwich-Maker? Ja. Der ist lecker. Der ist super lecker. Der ist echt lecker. Ich muss nochmal probieren. Komisch, nur bei den leckeren musst du nochmal probieren. Der schmeckt nach Gouda. Nicht ganz so intensiv wie Gouda, aber es geht total in die Richtung. Das finde ich sehr schön. Dann schauen wir uns die Inhaltsstoffe an. Wasser, 21% Kokosöl, modifizierte Stärke, Kartoffel und Tapioca, Tricalciumcitrat. Meersalz. Ah, das ist cool, weil ja, da ist nämlich auch Calcium drin und B12, was ich super finde. Dann Olivenextrakt, Aromafarbstoff, Carotin und eben Vitamin B12. Zu den Nährwerten. Fett 21, normal, Kohlenhydrate 23, so wie alle, Eiweiß 0. Das ist sad. Ja. Und
Salz 2. Also der hier. Ist lecker. 8,5. Wow. Also der ist wirklich lecker. Der was, ist wirklich was super gut. Was fehlt zu 9? Ich weiß nicht. Es geht noch besser. Glaube ich. Das macht jetzt natürlich Hoffnung, dass der andere von Wedder auch so gut ist. Also, was ich hier schon mal ziemlich cool finde, ist, dass das so ein bisschen dickere Scheiben sind. Und Raclette-Größe, ne? Ja. Guck, das ist geil, oder? Ehrlich. Nein. Das riecht schon nach Raclette, riech mal. Echt? Rie, bei mir kommt voll Raclette an. Ja, das zieht in deine Richtung. Alter Schwede. Okay, Simply Me. Also den Better, den ich gerade probiert habe, würde ich auch ohne Probleme einfach so als Scheibenkäse essen. Sehr gerne. Also der hat genug Geschmack auch selber. Ja, also die anderen haben auch viel Geschmack, aber halt einen, der mich nicht überzeugt. Es riecht echt nach Raclette. Es riecht so nach Raclette, Leute, das könnt ihr euch vorstellen. So, der hier ist auch eher gelb und die Konsistenz ist auch eher so, wie ich es vom Käse kenne. Super lecker. Der schmeckt wie, nicht wie Gouda. Tilsiter. Oder vielleicht eher wie alter Gouda. Nicht von der Konsistenz, nur vom Geschmack. Ja, der ist auch würzig, ne? Ja, so ungefähr in die Richtung. Der ist super, super würzig. Salz 2,6%. Schmeckt man, ist sehr salzig. 19 Fett, 23 Kohlenhydrate, 0,8 Eiweiß. Wasser, Mandeln, also Mandelerzeugnis, 52%, Kokosnussöl, Stärke, modifizierte Stärke, Aroma, Salz, fremdes Lebensmittel, Konzentrat aus Karotte und Apfel, Antioxidationsmittel, Natrium, Ascorbat. Würde ich beide auf jeden Fall ganz normal auf dem Brot essen. Der hier von Simply V ist witziger und der von Better ist mehr wie Gouda. Simply V. Auch 8,5. Das hängt jetzt von meiner Laune ab, so worauf ich mehr Lust habe. Und jetzt wird es noch würziger, oder? Wenn ich das richtig sehe, was die Farbe angeht. Ja, Genießerscheiben von Vegans kräftig. Auch Kokosöl, da können wir auch einmal ganz schnell drüber gehen. Kokosöl 21%, modifizierte Stärke, Kartoffel, Tapioca, Meersalz, Olivenextrakt, Aroma, Farbstoffe, Beta-Carotin und Paprika-Extrakt. Fett 21 Gramm, Kohlenhydrate, das ist voll komisch, das ist hier voll verschwommen. Das Etikett ist leider nicht so gelungen. Hey. 23, Eiweiß weniger als 0,5, wird hier angegeben, weniger als Salz 2,0. Also was halt wirklich noch kein Käse, den ich bis jetzt getroffen habe, wollte ich sagen, gekauft habe, kann es den Proteingehalt von normalem Käse irgendwie zu erreichen. So sieht diese Scheibe aus wie, was ist denn so orangener Käse? Ich kenne nur Cheddar. Nee, so orange finde ich, sind eigentlich voll auf diese Hamburger-Käsescheiben, ja, oder? Ja, auch. Und Cheddar. Ja, ja. Oder, Cheddar mochte ja, das ich ist noch mehr als Gouda Alt, glaube ich, noch kräftiger. Ja, ja. Den habe ich noch nie probiert. Also dafür, dass er kräftig steht, finde ich ihn gar nicht mal so kräftig. Von der Konsistenz gefällt er mir also ganz gut. Ist so zwischen diesen ganz weißen und den gelben Scheiben. Allerdings eher in Richtung gelbe. Der ist schon lecker, aber es ist jetzt nicht so, dass er mich vom Geschmack her so krass an Käse erinnert. Also es ist schon so, dass es definitiv ein guter Käseersatz, aber nicht so wie bei den anderen, wo ich so denke, oh Gouda Mittelalt. Also ich bin jetzt anscheinend auch nicht so die heftige Käseexpertin. Ich habe es zwar geliebt, aber ich kann irgendwie nur zwischen Gouda, Jung, Mittelalt und Eich unterscheiden hier gerade. Punkte? 7. Probier noch einmal den Wheatie. Ich mag auch den Geschmack nicht so. Und der andere? Jetzt nochmal im Vergleich. Zerläuft und zieht Fäden. Warte mal. Oh, der ist hier unten schon so ange. Oh, komm mal schnell. Okay, ja, ich bin auf dem Weg. Also ihr seht, der schmilzt sehr gut. Nur man merkt es nicht, weil der oben so eine Haut hat. Hier ist der schon so wie bei so Käsebrötchen. Die Stunde der Wahrheit. Boah, der sieht
Also optisch 1 plus als Schulnote. Ich finde ihn sehr lecker. Also Konsistenz mega, schmeckt, also Konsistenz ist wirklich wie geschmolzener Käse. Etwas flüssiger insgesamt als Raclette, würde ich sagen. Weiß nicht, kommt drauf an. Vom Geschmack bisschen säuerlicher als jetzt die anderen Sorten. Also ich würde jetzt nicht unbedingt Raclette Geschmack erwarten. Es schmeckt eher wie irgendein anderer geschmolzener Käse, aber ich finde, es ist ein sehr guter Ersatz. Das ist halt cool, dass der so cheesy-mäßig, wie es halt draufsteht, so Fäden zieht. Wenn man mit der Familie Raclette macht und sich halt diesen Käse mitbringt, dann ist man schon glücklich. Aber es ist jetzt nicht, dass es mich umhaut für Raclette, ja. Was war die höchste Punktzahl, die ich vergebe? 8,5 bisher. Mhm. 8. Ranking. Platz 5, Wheaty Fromage. Tut mir leid. Platz 4, Violife. Ja, tut mir leid. Würde ich mir beides nicht mehr kaufen. Platz 3, Veganz. Platz 2, Simply V. Und Platz 1 für mich gerade tatsächlich Better. Wow. Echt lecker. Das soll's auch schon mit dem Video gewesen sein. War cool, hat viel Spaß gemacht, auch wenn ein paar Enttäuschungen dabei waren. Nein, so dramatisch war es nicht. Wenn euch das Video gefallen hat, geholfen hat, eine Orientierungshilfe gegeben hat, was auch immer, dann liked es, abonniert meinen Kanal sehr, sehr gerne. Wenn noch nicht geschehen, aktiviert die Glocke, schreibt einen Kommentar, guckt es durch. Jede Interaktion hilft mir. Und nächste Woche kommt höchstwahrscheinlich eine Yoga-Routine online. Falls jemand von euch da irgendwie auf was Bestimmtes Lust hat, gerne auch in die Kommentare schreiben. Und mein Online-Yoga-Studio sowieso immer gerne vorbeikommen. Und ich freue mich aufs nächste Video mit euch. Kommt